So, Flammenwerfer von der Decke. Egal, einfach durch. So, die Mucke beginnt wieder und... Ha, wir sehen wieder Jetpacks. Ey, Kollege, du sollst anwesend. Ha, direkt beide. So muss es. Ach scheiße, ich habe gar keine Missile mehr. Fuck it. Das ist natürlich sehr geil. Wow, ja, da sieht man es wieder. Die fliegen genau zu uns hin. Ist natürlich nur Zufall. Ja. Okay, bevor wir jetzt mit dem Abenteuer richtig weiter erfahren, machen wir erstmal das hier. Ja, ihr könnt es vielleicht selbst lesen oder so, keine Ahnung, ob ihr das könnt. Und zwar haben wir jetzt hier so Schaltkreise. Und zwar sollten wir die vielleicht mal einfach alle aktivieren. Und dann bekommen wir vielleicht ein schönes Extra oder so. Sehen wir dann. Ja, die Mucke ist geil. So. Okay, das Teil wurde aktiviert. Und es öffnet sich eine Tür und das Magma schmilzt. Oder was heißt schmilzt? Magma schmilzt nicht. Es friert. Ja, es friert nicht ein, aber. Ja, wir hören jetzt wieder einen Countdown, ein etwas anderer Countdown. Wir sollten jetzt uns ein wenig beeilen. Wir haben schon gesehen, hier sind wieder solche Scheißviecher, die ich nicht abhaben kann. So, danke. Wir müssen nicht hier lang, denn da ist noch Lava. Wir müssen hier lang. Genau. So. So. Hier ist ein weiterer Punkt, den wir scannen müssen. Und zwar passiert da Folgendes, und zwar ein weiterer Gang wird geöffnet und wird abgekühlt, und von dem Gang geht da wieder das gleiche aus und so weiter. So, wir hören wieder einen Countdown jetzt. So, wo lang? Rechts. Ist ja schön und gut, dass man das so von oben sieht, das finde ich sehr gut. So, da lang. Okay, da war das gerade, glaube ich, gar kein Countdown, sondern einfach nur ein anderer Sound, der nur viel geiler ist. So, auch die lilane Tür öffnet sich endlich, und was jetzt da erwartet, das sehen wir jetzt gleich. Das seht ihr nach der Werbung. Nein, natürlich nicht. Wir machen natürlich keine Werbung hier. Wir sehen ja nicht wie ganzen Sender. Ah, was haben wir denn hier? Ein schöner Energietank haben wir hier. Ja. Ein weiteres kleines verstecktes Item, was wir so auf normalem Weg eigentlich gar nicht bekommen würden, was wir aber trotzdem nochmal durch ein wenig Nebenmissionen bekommen können. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Wir gehen erstmal rechts, denn rechts haben wir noch, also was heißt noch gar nicht, wir waren links auch noch gar nicht, aber links kommen wir wieder zu unserem alten Standpunkt. Oder ja, da wo wir letztes Mal irgendwie stehen geblieben sind. Okay, es laggt. So, und was haben wir hier? Durchgang blockiert durch lose Anhäufung von Trümmern aus Bendezium. Bendezium kennen wir nicht, haben wir nicht. Das ist ein anderes Item, das haben wir noch nicht. Okay, dann gehen wir einfach mal zur anderen Seite, würde ich sagen. Denn ansonsten kommen wir hier auch erstmal wieder nicht weiter. Ja, wir haben ja jetzt den Spider-Ball und damit kommen wir jetzt wieder zu vielen, vielen verschiedenen Orten. Ich kann einfach mal einen kurzen Überblick verschaffen, und zwar Talon Oberwelt. Okay, Talon Oberwelt haben wir glaube ich nichts, nein. Aber Ruinen. Hier haben wir Weiß, können wir auch noch nicht weiter, aber wir haben, nein, da können wir noch nicht weiter, aber wir haben beispielsweise hier. Da brauchen wir Lila, haben wir jetzt, bei Beam steht da links. Und wir haben den Spider-Ball. Damit können wir hier durch. Ich weiß aber, dass uns das im Moment nicht weiterhilft. Trotzdem, so kleine Nebensachen können wir jetzt auch öfters mal machen, wenn wir den Spider-Ball haben.
Ja, die brauche ich jetzt gar nicht besiegen. So, was haben wir hier? Achso, habe ich die Viecher schon gescannt? Nein. Ich bin so dumm. Was sind das? Lavamollusk. Lavamollusk. In Lava lebendes Weichtier mit undurchdringlicher Schale und einfachem Nervensystem, ja. Wir müssen die Mitte abknallen und ja, dann dreht sich das Teil einfach um und dann können wir auf dem Teil rumspringen. Das geht so nicht. So bekommen wir Schaden und dann fallen wir in den Lava und das ist nicht so gut. Deswegen sollten wir das immer vorher umdrehen. So, da oben können wir das machen. Und jetzt achtet. Bäh. Ja, das ist auch mal so ein schöner Nebeneffekt. Ja. Kurze Sprunghilfe. Hier drüber. So, weiter. Kleine Gänge. So, hier haben wir wieder Sprunghilfen. Kennen wir ja schon das Prinzip. Da ebenfalls. So, einmal außen rum. Oh nein, hier haben wir wieder... Hier haben wir wieder Puffer, oder wie heißen sie? Okay, der trifft uns nicht. Das braucht allerdings noch gar nicht. So, jetzt aber. Ja, danke. Macht er den noch kaputt? Ja. Und ich habe noch geschossen, ey. Öde. Na egal. So und so und so und so und ja, hier auch noch durch. Und dann sind wir eigentlich schon wieder da, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Nämlich hier. Und ja, dann... Oh fuck, da müssen wir mit dem Morphball durch. Warum sagt mir das keiner? So. Gleich im Prinzip einfach den Magma da drunter zerquetschen. Geht auch. Wieso nicht? So, hier müssen wir ebenfalls wieder mit dem Morphball durch. Möglichst natürlich, wenn da jetzt gerade nicht Feuer gespuckt wird. Ja, und jetzt können wir nämlich auch diese Bahn hier benutzen. Das ist einfach nur so ein kleiner Übergang. Wenn wir den Morphball haben. Ach, den Spiderball haben. Ansonsten würden wir da jetzt nicht rüberkommen. Aber ich meine, ist mir eigentlich egal. Klar, ist ein guter Durchgang, aber bis jetzt können wir da sowieso noch nicht weiter. Deswegen muss das eigentlich erstmal am Arsch vorbeigehen kann. Westliche Teil Oberwelt, ja gut. Gehen wir hier lang. Ja. Gehen wir einfach mal zum Raumschiff. Das schneide ich jetzt nicht raus, weil ich schon geredet habe. Da würde ich sagen, gehen wir zu unserem Raumschiff, aber ich kann mal kurz wieder resetten. Ja. Ich gehe kurz zum Raumschiff, lade wieder unsere Missile auf. Ja, okay, wir haben wieder ordentlich viele. Aus irgendeinem mir unbekannten Grund. Na egal, auf jeden Fall haben wir wieder dann alles voll. Wir sind wieder, ja, so gut wie am Anfang. Und dann können wir noch mal ein bisschen rumgucken, ob wir noch mal irgendwas finden, was vielleicht Missile-Container oder Energietanks sein könnten. Ich persönlich weiß es gar nicht, ob wir noch irgendwas freischalten können. Ich meine, wir haben jetzt den Wavebeam, wir haben jetzt den Thermalvisor, wir haben jetzt Dingens. Ja, wie heißt's? Wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Wir haben einen Spiderball. Und ja, wie gesagt, ob uns das jetzt weiterbringt, also natürlich muss uns das jetzt weiterbringen, ist klar, aber ob uns das jetzt weiterbringt im Sinne von irgendwelche Container noch einsammeln oder sonstige Sachen, das weiß ich jetzt nicht. Da sollten wir vielleicht die nächsten paar Folgen mal ein bisschen rumgucken, ob wir da noch ein bisschen was draufschlagen können. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn wir wieder Metroid Prime Trilogy spielen. Und ja, dann verabschiede ich mich erstmal wieder von euch. Bis zum nächsten Teil von Metroid Prime. Bis dann.